Ja, willkommen zurück zu Spore. Ich stehe jetzt so ein bisschen vor einem Dilemma. Die letzten beiden Folgen habt ihr ja auch schon wieder gesehen, dass die ziemlich am Rumflackern waren. Ich habe sie trotzdem hochgeladen, da ich der Meinung bin, dass es noch einigermaßen ging. Aber wenn ich jetzt auf diesem Planeten hier, wo wir sind, rein scrolle, um zurück zu unserem Planeten zu reisen, um dieses Schokoding mal auszuprobieren, dann sieht das so aus. Also, wenn ihr empfindlich seid, jetzt nicht zugucken. Guckt weg. Und das geht einfach nicht. Das ist, möchte ich euch und kann ich euch einfach nicht zumuten. Die Alternative, jetzt geht es nochmal richtig ab. Also, das in einem Let's Play-Projekt, das funktioniert einfach nicht. Das ist jetzt, wenn ich die Spielaufnahme mit OBS mache. Die Alternative dazu ist die Bildschirmaufnahme, die ich in den letzten Folgen auch immer angewandt habe. Aber die zickt bei mir gerade unglaublich rum. Die Bildschirmaufnahme. Sie funktioniert. Ich kann meinen Desktop wunderbar aufnehmen. Sobald ich das Spiel starte, habe ich einen schwarzen Bildschirm. Erkennt er nichts mehr. Sobald so ein bisschen an der Auflösung was gemacht wird, erkennt OBS einfach das Spiel nicht, keine Ahnung, kann keine Bildschirmaufnahme mehr machen. Ich habe ein schwarzes Bild. Manchmal klappt es, wenn ich dann 10-mal OBS und das Spiel neu starte, aber das möchte ich jetzt eigentlich vor jeder Aufnahmesession auch nur sehr ungerne machen. Und da ich das irgendwie nicht in den Griff kriege, kriege ich das Spiel zurzeit leider nicht mehr vernünftig aufgenommen. Ich weiß nicht, warum es vom einen Moment auf den anderen sich so geändert hat mit der Bildschirmaufnahme, ob da mit dem Grafiktreiber, dann mit dem neuen, da jetzt irgendwas unkompatibel geworden ist. Ich weiß es nicht. Aber so macht es halt nur sehr, sehr wenig Spaß und auch nur sehr, sehr wenig Sinn. Deswegen würde ich an dieser Stelle dann auch das Projekt beenden wollen. Ich möchte ganz gerne aber jetzt noch mal dieses Schokoding ausprobieren. Also das machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Aber ansonsten muss ich euch gleich wieder vorwarnen, es wird wieder, ja, flackern ohne Ende. Und das geht einfach nicht. Wenn die Bildschirmaufnahme vernünftig funktionieren würde, wäre das kein Ding. Aber wenn ich jetzt hier auf diesem Planeten wieder reinscrolle, es ist halt leider auch keine einmalige Sache. Es ist halt jedes Mal, wenn ich auf diese Planeten gehe. Jetzt geht's noch. Kann sein, dass er gleich wieder anfängt. Es ist halt immer so ein bisschen Glücksspiel. Jetzt geht's ab. Und ich weiß nicht warum, aber OBS und Spore vertragen sich nicht so gut. Die Bildschirmaufnahme funktioniert nicht mehr. Es geht einfach nicht. Denn weder das noch ein schwarzer Bildschirm hilft uns hier groß weiter. Es ist sehr, sehr schade. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr gezeigt. Die Adventures waren ganz interessant. Das Rumfliegen durch den Weltraum auch. Ich vermute mal, dass wir da jetzt schon so das meiste, aber dann auch, was das Spiel da so bietet, gesehen haben. Ich glaube, ja, es ist echt schade. Es ist verdammt schade. Aber dann spielen wir lieber ein anderes Spiel, wo wir entsprechend nicht diese Probleme haben. Ich hoffe, OBS kriegt die Bildschirmaufnahme auch wieder in den Griff. Weil wenn man dann auf dem Planet drauf ist, dann geht's. Ich könnte natürlich auch jedes Mal gucken, ob er flackert oder nicht und dann schnell die Aufnahme stoppen, aber es soll auch mir Spaß machen. So macht es keinen Spaß. Wir hatten jetzt irgendwo dieses Schokoteil noch gehabt. Das würde ich halt ganz gerne schon nochmal machen. Süße Hügel. Hier. Kann nicht auf Heimatwelt angewendet werden. Alles klar. Dann gehen wir jetzt hier nochmal raus. Also dann sehen wir das jetzt nochmal so als kleine, ja, Abschlussfolge, würde ich sagen. Es ist schade, es ist verdammt schade. Aber wie gesagt, es funktioniert einfach nicht. Wo hatte ich denn jetzt meine nächste Kolonie? Ich hatte hier doch genau da gar nicht, hatte ich eine. So, Achtung, flackert wieder. Also wenn nicht so viele Lebensformen drauf sind, dann geht es einigermaßen. Aber wir wollen ja auch gut besuchte Planeten auch mal sehen können. Und das ist dann so einfach nicht so. Schokoplätze. Macht. Was? Ach so, das ist einfach nur Terraforming.
das ist einfach nur Terraforming. Gar nicht so spektakulär, wie ich dachte. Ich hätte jetzt wieder Schokolade oder sowas. Genauso auch hier die süßen Hügel. Ja, sind da einfach Hügel. Naja, naja. Nett. Prädikat nett. Alles klar. Ja, schade, dass es dann so enden muss. Ja, ich lasse es jetzt halt hier mal so als reguläre Folge oben. Tut mir leid, wenn ihr euch jetzt hier auf eine große Folge gefreut habt. Aber ihr seht, es macht so leider wenig Sinn. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in einem anderen Projekt vielleicht wieder. Ich kann ja nochmal kurz zum Resümee zu Sport ziehen. Ich fand's gut. Es ist jetzt kein überragendes Spiel gewesen, finde ich. Vielleicht habe ich jetzt auch die Weltraumphase dafür zu wenig gehabt, aber so davor muss ich sagen, die Idee finde ich super, dass man sich eine Rasse heranentwickelt und ja auch so ein bisschen die Gesetze der Evolution mit berücksichtigt sind. Was Sinn macht, was wenig Sinn macht. Das ist schon nicht schlecht. Die einzelnen Spielteile, also die Kreaturenphase hat sich ziemlich in die Länge gezogen. Vielleicht, weil ich auch versucht habe, auf Teufel komm raus dort als friedliebende Kreatur zu sein. Und dass man sich da so entwickeln kann und entscheiden kann, finde ich schon super. Die anderen Sachen gingen ein bisschen schnell, aber hat natürlich auch so ein bisschen die spielerische Tiefe gefehlt. Ja, ist halt so, wenn man viele verschiedene Spielsysteme anbietet, dass man sie dann nicht bis ins kleinste Detail verfeinern kann und dass sie dann recht oberflächlich bleiben, ist klar. Auch der Weltraummodus macht für mich einen relativ oberflächlichen Eindruck. Er macht Spaß, nur mit den anderen Kreaturen finden. Der Adventure-Modus wertet das Ganze auf jeden Fall auch nochmal deutlich auf. Ja. Aber jetzt ein überragendes Spiel würde ich es jetzt nicht nennen. Aber es hat Spaß gemacht und freue mich dann auch aufs nächste Projekt. Ich hätte es gerne noch ein bisschen weiter gespielt. Nicht übermäßig lange, aber ich denke mal so, ja, so 6 Folgen oder so hätte ich bestimmt noch aufgenommen nach dieser. Schade. Na gut. Soll, hat nicht sollen sein. Wir sehen uns in einem anderen Projekt wieder. Bis dann.